Also allerhand Themen für die heutige Chefschalte. Kanzleramt mit den Ministerpräsidenten, die offenbar, so heißt es jetzt hier am Morgen, die Kontaktbeschränkungen bis zum 10. Mai verlängern wollen. Mehr wissen wir an diesem Morgen noch nicht. Genauso wenig, wie lange diese Schalte dann heute dauern soll. Ein Thema steht nicht ganz oben auf der Agenda, nämlich die Kultur. Und es ist uns ja immer ein Anliegen hier bei Phoenix, auch in diesem Corona-Informationsfeuerwerk jeden Tag auch auf Themen und Betroffene zu schauen, die vielleicht nicht so stark im Fokus sind. Deshalb freue ich mich, dass die Staatsministerin für Kultur und Medien, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, also Frau Monika Grütters, jetzt da ist. Schönen guten Tag, Frau Grütters. Guten Morgen, Herr Bauer. Frau Grütters, wie schlimm sind die Corona-Folgen für Künstler und die Kulturlandschaft in Deutschland? Also die Künstler und die Kulturlandschaft sind maximal betroffen. Sie waren ja die Ersten, die wir quasi mit einem Berufsverbot belegt haben, weil alles, was Künstler und Kreative machen, in der Regel auf ein Publikum abzielt. Und genau diese Publikumsveranstaltung sollte es ja nicht mehr geben. Es ist dieses Virus so etwas wie ein Angriff auf ein Lebensmodell, das der Künstler aber auch, ja, die Kultur ist sowas wie der Modus unseres Zusammenlebens hier in Deutschland. Und ich denke, viele spüren jetzt schon, wie viel uns die Kultur wert ist, weil wir auch sehr viel vermissen. Und deshalb müssen wir helfen, erstens Künstler und Kreative über die Krise zu bringen, damit uns hinterher nicht viele Einrichtungen weggebrochen sein werden. Und wir arbeiten natürlich unsererseits auch schon an kleinen Exit-Strategien. Was kann man wann wie wieder anspielen? Wenn das alles so schlimm ist, warum reagieren Sie dann jetzt erst, nämlich so in den letzten zwei Tagen, so spät erst so darauf? Also wir haben von Anfang an reagiert. Noch bevor das erste 156 Milliarden schwere Rettungspaket gemacht wurde, haben immerhin meine Ministerkollegen Heil und Altmaier und ich uns mit Kulturverbänden getroffen und ein Programm entwickelt, das vor allen Dingen Solo-Selbstständigen und Klein- und Kleinstunternehmen hilft, weil das vor allen Dingen der typische Kreative hier in Deutschland ist. Und deshalb haben sie Teil an dem großen Sozialschutzpaket, wo man ja eine Grundsicherung bekommt, die reale Miete ein halbes Jahr bezahlt wird, die Heizung, Kinderzuschläge, kein Vermögen angerechnet wird. Das gilt für alle Künstler und Kreativen, die in der Regel ja in eher bescheidenen Verhältnissen leben. Und wir haben ein Soforthilfeprogramm gemacht, wo auch zum Beispiel Betriebskosten und Mieten bezahlt werden für ein halbes Jahr. Das gilt für Buchhändler, für Kinobetreiber, für Musikclubs, für Galeristen, für Menschen in ihren Ateliers. Und das ist mit 9 und jeweils 15.000 Euro auch großflächig genau in dieser Szene angekommen. Das haben wir alles von Anfang an gemacht. Und jetzt gibt es, ungefähr 4, 5 Wochen später, sieht man, wo Regelungslücken gibt. Jetzt arbeiten wir an ganz großen Programmen, die noch einmal gezielt auf Einzelfälle zugeschnitten sind. Und gestern konnte ich zum Beispiel den Weg freimachen, das war rechtlich bisher nicht möglich, dass wir freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern Ausfallhonorare zahlen. Der Staat jedenfalls kann das tun, die ja manchmal von Engagement zu Engagement sich ernähren und nicht fest in Ensembles sind. Und das zum Beispiel konnte ich jetzt gestern immerhin breitflächig verkünden. Also dann sprechen wir doch mal darüber. Also Sie haben gestern diese Ausfallhonorare, ich will das noch mal kurz präzisieren, das sind also Ausfallhonorare für Künstler, die beim vom Bund geförderten Kulturinstitutionen beschäftigt sind. Die bekommen einen Ausfall zwischen 40% und 60% Ausfallhonorar. Was ist mit den Institutionen, die von Gemeinden, von Städten und von den Ländern betrieben werden? Was ist dort mit den Künstlern, die dort angestellt sind, in welcher Form auch immer, frei oder fest? Kriegen die in welcher Form auch immer ein Ausfallhonorar? Setzen Sie sich auch dafür ein? Ja, natürlich setze ich mich dafür ein. Ich habe an alle diese Veranstalter gestern eindringlich appelliert, es dem Bund nachzutun. Ich kann natürlich nicht über Ländergesetze verfügen, aber das Haushaltsrecht im Bund ist genauso wie alle 16 Länderhaushaltsgesetze. Und deshalb ist auch dafür jetzt die Möglichkeit gegeben, Ausfallhonorare zu zahlen, wenn in den Theatern, in den Orchesterbetreibern beispielsweise oder in Opernhäusern die Gagen für die vielen, die sie als Freiberufler und Solisten in ihren Aufführungen beschäftigen, jetzt tatsächlich mit Abschlag, ähnlich wie das Kurzarbeitergeld beim Festenensemble, ausgezahlt wird. Also Gagen, die üblicherweise
im Theater bei ungefähr 1000 Euro am Abend enden. Das ist so die maximale Gage, können künftig mit 60% bezahlt werden. Und zwar für alle Verträge, die ab dem 15. März geschlossen waren. Und bei den höheren Gagen im Musiktheater beispielsweise haben wir gesagt 40% Abschlag zahlen. Mhm. Und das kann man jetzt machen, nicht nur bundesseitig, sondern das gilt für alle Länder auch, in deren Verantwortung in der Regel die Theater und die Bühnen in Deutschland sind. Ich habe das mit allen Verbänden beschlossen und besprochen und deshalb gehe ich davon aus, dass das jetzt natürlich auch nicht nur bei den Bundeseinrichtungen passiert. Nur um das klarzustellen, Sie fordern das auch. Sie fordern die Länderminister auf, das auch bei Ihnen so umzusetzen. Habe ich Sie richtig? Die Kulturminister der Länder und ich, wir sprechen miteinander und haben das beredet und mit den Verbänden, vor allen Dingen der Orchester, der Opernkonferenz, dem Deutschen Bühnenverein und den Konzerthäusern ist das alles so verabredet worden. Und die haushaltsrechtliche Hürde, die ist jetzt beseitigt. Das Geld dafür gibt es bereits, denn diese Gagen sind ja in den Jahresetats der Häuser veranschlagt. Ja. Die Kultusminister haben Ihnen, gucken wir einen Schritt weiter, letzte Woche einen Brief geschrieben, in dem Sie einen, ich zitiere das, gesamtstaatlichen Kraftakt fordern. Jetzt haben Sie vorgestern im Radio Berlin-Brandenburg schon mal so darauf hingewiesen, dass Sie mit dem Finanzminister darüber diskutieren, dass es einen größeren Strukturfonds gibt. Der Kulturrat fordert genau so ein in Höhe von 500 Millionen Euro. Ich höre hinter den Kulissen, dass das Ganze jetzt auf dem Wege ist und dass es möglicherweise noch deutlich darüber hinausgehen wird. Wie genau sieht dieser große Sozialplan dann aus oder dieser Strukturfonds? Wissen Sie, Herr Bauer, es ist unüblich, dass man in laufenden Verhandlungen über Details spricht, aber richtig ist, dass die Kulturminister jeweils einzeln in ihren Ländern kleinere Programme auflegen konnten und der Bund, wie gesagt, einen großen Kraftakt gemacht hat, in dem auch die Künstler alle adressiert waren. Aber das, was jetzt nachgesteuert werden muss, das verhandle ich zurzeit unter anderem und gerade mit unserem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Und wir arbeiten tatsächlich an einzelnen Programmen, die zusammengenommen dann auch so etwas wie ein Rettungsschirm speziell für die Kultureinrichtungen und für Künstler und Kreative noch mal sein können. Welche Größenordnung das ab, das hängt ja auch noch davon ab, wie der Bundestag darauf reagiert. Es ist Regierungshandeln, aber wir koppeln das natürlich mit den Parlamentariern. Und ich bin zuversichtlich, dass wir noch einmal doch ein Zeichen in Sachen Kultur und Kreative setzen können. Das Zeichen würde dann in der Richtung der 500 Millionen, die der Kulturrat gefordert hat, wäre sicherlich nicht so hoch gegriffen aus Ihrer Sicht. Die Kulturlandschaft ist in Deutschland sehr breit aufgestellt und es geht um sehr, sehr viele Häuser. Jedes zweite Profiorchester spielt beispielsweise in Deutschland. Wir haben 10-mal so viele Museumsbesucher wie alle Bundesligaspiele. Das heißt, es braucht schon einen Kraftakt, das ist richtig. Aber über Zahlen reden wir erst, wenn sie denn beschlossen sind. Alles klar, da kann jeder zwischen den Zeilen lesen, dass wir da wahrscheinlich eher oberhalb der 500 Millionen sind. Noch ein Blick auf die Musikbranche im Allgemeinen. Die Musikbranche, darunter ja auch die Konzertveranstalter, die haben schon vor Wochen gesagt, sie fürchten einen Corona-Schaden von, Achtung, 5,5 Milliarden Euro Ausfall, wenn es 6 Monate wäre, der Ausfall. 6 Monate hieße, dass Mitte September wir dann alle wieder wunderbar zu Konzerten gehen könnten, wir auf Festivals gehen könnten. Ansonsten wäre der Ausfall ja deutlich höher. Können Sie sich vorstellen, dass wir in diesem Jahr 2020 tatsächlich noch auf ein Konzert oder auf ein Festival gehen? Es gibt ganz intelligente Vorschläge, wie man auch in veränderter, krisengerechter Form tatsächlich wieder zusammenkommt. Und das haben nicht nur Museen oder Kinobetreiber entwickelt, diese Szenarien, sondern es gilt auch für die großen Konzertveranstalter, die arbeiten an solchen Exit-Strategien. Und wenn ich höre, dass jetzt über die Bundesliga gesprochen wird, dann hoffe ich, dass diese verschiedenen Milieus Beispiele aneinander nehmen. Ich glaube allerdings nicht daran, dass wir in diesem Jahr in der Form wieder zusammenkommen, wie wir das noch bis Februar konnten oder wie es im vergangenen Sommer auf großen Festivals üblich war. Also da werden wir uns in der Tat auf einen Krisenmodus einstellen müssen.
Und wir haben bei den Konzertveranstaltern ja in einem riesigen, schwierigen Verhandlungsmodus dafür gesorgt, dass sie ihre Tickets, die bereits verkauft sind, nicht sofort zurückerstatten müssen, sondern mit Gutscheinen eine Option auf die Zukunft an die Verbraucher aussprechen, damit sie nicht alle in Liquiditätsengpässe kommen. Denn wenn sie pleite gingen, hätte ja niemand mehr was voneinander. Und insofern hoffen wir auch da, mit solchen Instrumenten ein bisschen über die Krise hinweghelfen zu können. Also da können wir davon ausgehen, dass dann am Ende dort auch der Corona-Schaden weit über den 5,5 Milliarden Euro liegt, die die Musikbranche angedacht hat. Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur und Medien, vielen Dank hier im Tagesgespräch bei Phoenix. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne. Bleiben Sie auch gesund.